Feuerwehr, 7.440 Mitglieder, stehen für 81.152 Menschen im Bezirk Urfa-Umgebung bereit. Ihre Sicherheit und Ihre Lebensqualität ist unser Ansporn. Bezirksfeuerwehrtag 2014. Unerwartet werden wir gerufen, vorbereitet gehen wir in den Einsatz. Ich begrüße alle sehr herzlich zu unserem Bezirksfeuerwehrtag hier in Bad Lauenfeld. Es freut uns, dass der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Unerwartet und top vorbereitet wollen wir bei dem diesjährigen Bezirksfeuerwehrtag 3 Einsätze aufgreifen und gemeinsam mit den Einsatzleitern den Einsatzablauf chronologisch darstellen. Der erste Einsatz, den wir aufarbeiten wollen, war ein schwerer Lkw-Unfall in der Gemeinde Engelsdorf, bei dem ein Lkw-Lenker tödlich verunglückt ist. Ich bin mit meiner Frau in Gornikirchen im Auto gewesen und auf der Rückfahrt von Gornikirchen nach Treffling sind wir eben bei der Autobahnauffahrt in Gornikirchen zu dem Verkehrsunfall dazugekommen. Ich habe dann sofort die Rettungskette in Gang gesetzt. Der Notarzt ist auch schon gekommen. Er hat gesagt, der Zugang braucht er, dass er einmal reinkommt zu einem Lkw-Fahrer. Wir haben dort geschaut, dass wir ausgekannt haben, das angefallte Opfer aus dem Lkw aus dem Führerhäusl raus. Wie wir vier gewesen sind, wo die ganzen Fahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge wieder so weit einsatzbereit gewesen sind, dass man ganze Rennen dort wieder weggefahren kann, ist 3 noch mit Doppel. Am 31. Mai beschäftigte ein Wohnhausbrand die Feuerwehr im Abschnitt Leonfelden. In Schenkenfelden stand ein Holzhaus im Vollbrand. Während der Auffahrt habe ich schon gesagt, das wird ein bisschen schwieriger. An der Einsatz, beziehungsweise wie ich die Einsatzadresse schon gelesen habe, habe ich mir natürlich schon meine Gedanken gemacht, weil in so einem Ort, sage ich mal, mit so 1.600 Einwohnern, kennt eigentlich auch jeder nie. Ja, es war nichts im Wald drinnen, wie gesagt, die Gefahr war relativ hoch, Gott sei Dank, sage ich, war es nicht hoher früher, weil sonst hätte man da einen Waldbrand ausgelöst von der Trockenheit. Danke der Polizei für die Unterstützung. Es war wirklich ein tadelloses Ineinandergreifen der ganzen Einsatzkräfte. Ein Tierrettungseinsatz beschäftigte am 9. Mai die Feuerwehr Bad Mühlacken. Mehrere Ochsen sind einem Landwirt ausgekommen. Zwei davon sind im felsigen Gelände in Wesenbach abgestürzt. Und heute sind die aus. Und haben die aus. Und da haben wir einen Vater noch. Den Vater haben sie aufgemacht. Und zwar sind die Ochsen zu. Also das muss man auch nicht haben. Das ist der Ochs, der zwischen zwei Steinen, da war es so schmal, ist er eingefallen und hat sich nicht mehr reden können. Vom Rüstfahrzeug sind wir in die Arbeit, auf einem Baum auf 5 Meter oben angehängt. Ja, und haben dann versucht, sozusagen, weil der Dienst hat gesagt, wenn ich geschossen habe oder betäubt habe, ja, müsst ihr das Gehänge oben haben, weil sonst legt er sich nieder. Und dann unten bei den Felsen bringe ich das Gehänge dann umher. Und haben anschließend dann auf eine sozusagen alten Teppich gebracht, sozusagen, wir haben eine Schleiftage gemacht, haben dann den Ochsen sozusagen mit der Säuren auf das Hochplateau ausgezogen, haben ein bisschen gefallen, dass er nicht wieder anrutscht. Und siehe da, wir haben dann zusammengekommen, eingeschlagen war es an der Jausen und wir haben dann von der Jausen rausgekommen und wir haben uns erst geschossen, jetzt haben wir einen Tag dazu und wir haben ausgegangen, steht der Ochs schon wieder da, also er hat das gut überstanden. Heute noch. Und ich möchte mich da recht herzlich bei der Feuerwehr bedanken für die Hilfe. 64 Feuerwehren, 7.440 Mitglieder, davon 774 in der Jugendgruppe, 4.907 Aktive und 1.623 im Reservestand. Also Hochachtung unsererseits für die perfekte Kassenführung. Es erfolgten doch immerhin 458 Buchungen im letzten Jahr. Wir möchten versuchen, mit nur 10 Bildern das gesamte Jahr 2014 zurückzublicken. Und deswegen unsere großen Bilder, so haben wir es genannt, die großen Momente 2014.
der Feuerwehrreferent, Landesrat Higgelsberger, der Landesfeuerwehrkommandant und der Bezirksfeuerwehrkommandant gebeten haben, heute eine besondere Ehrung vorzunehmen. Bevor ich aber das tue, möchte ich mich bei Ihnen allen, liebe Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, ganz herzlich bedanken für Ihren Einsatz. Die Zusammenarbeit in Oberösterreich unter den Brauchorganisationen mit der Behörde, mit der BH, mit dem Land Oberösterreich funktioniert hervorragend. Ich habe heute die Ehre, eine hohe Auszeichnung an einen besonderen Feuerwehrmann des Bezirkes zu geben. Nämlich für den Ehrenhauptamtswalter für Jugendarbeit, Ewald Burner. Ewald Burner erhält von der Oberösterreichischen Landesregierung einstimmig beschlossen das Oberösterreichische Feuerwehrverdienstkreuz zweiter Stufe. Danke. Ewald Burner hat sich über viele Jahre besonders für die Feuerwehrjugendarbeit eingesetzt. Er hat viele Feuerwehrjugendliche in den Aktivstand begleitet und sie professionell ausgebildet. Dankeschön. Da muss man sagen, trotz der teuren Neuanschaffungen im Hardwarebereich ist die Feuerwehr mit dieser Effizienz und mit dieser Professionalität, die sie heutzutage darstellt, eine äußerst günstige Organisation. Mit dem Hochwasser wieder so ein unerwarteter Voralarm ausgelöst wird und doch einiges an Vorbereitungen für solche Katastrophenfälle geschehen ist jetzt im vergangenen Jahr. Ja, ehrlich gesagt, das Erste, was wirklich abläuft, ist der Gedanke, auch wenn die Statistik sagt, dass es ja nur alle 250 Jahre kommt, so ein Ereignis, wie es wir voriges Jahr erlebt haben, hoffentlich kommt es nicht wieder so dick. Nur Gott sei Dank, die Informationen sind ja dann auch so, dass wir die Prognose dazu bekommen gleich. Und wir konnten heuer bei diesen Vorwarnstufen ja schon abschätzen, dass es nicht so dick kommen wird. Dass ich meine Glückwünsche in Ewald ausspreche, als ehemaliger Gemeindearbeiter, freut mich ganz besonders, dass du diese Auszeichnung vom Land Oberösterreich bekommen hast. Gratuliere. Am 1.1. kommenden Jahres wird das Landesfeuerwehrkommando sozusagen neue Führungsstrukturen haben, drei eigenständige Bereiche, die geleitet werden von mir und meinen beiden Stellvertretern mit sehr viel Selbstverantwortung und damit auch der Verbunden der Hoffnung auf sehr viel Durchschlagskraft. Unvorbereitet waren viele Dinge nach dem 9. März. Ich habe erstens sehr gerne und mit großer Freude dieses neue Amt übernommen und unvorbereitet bin ich gut daheim wieder aufgenommen worden von meiner Familie auch im neuen Amt. Dass der Groß-Event im kommenden Jahr 2015 ein großer Erfolg wird, von dem alle Leute sprechen, es war toll, es war super, es war einmalig. Und zwar der Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb, der 53. und der 40. Jugend-Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb in Hirschbach. Danke an die politischen Vertreter und Verantwortlichen in den Gemeinden für die stetige Unterstützung und Wertschätzung der Feuerwehr. Gemeinsam werden wir 2015 wieder die Sicherheit und somit die Lebensqualität der Bevölkerung mit unserem Einsatz garantieren. Wir danken allen Blaulichtorganisationen für die gute Zusammenarbeit und besonders unserem Bezirkshauptmann Dr. Paul Gruber und der Feuerwehrreferentin Frau Hofrat Dr. Andrea Ausserweger. Unser Ziel für 2015 ist, gemeinsam die Gemeinden auf den Katastrophenschutz vorzubereiten und im integrierten Stab gut zusammenzuarbeiten. Gratuliere zu diesem informativen Abend. Stellvertretend für alle darf ich nennen, die Hauptverantwortlichen für das heutige Programm, das mit Herz, Hand und Hirn organisiert wurde. Den Jahresbericht hat mit großem Herz zusammengestellt unser Hauptamtsleiter Rat Herbert. Hand angelegt haben Hauptamtsleiter Ewald Burner und Josef Lehner. Und das Hirn oder die Gehirne dieses Bezirksfeuerwehrtages
waren Oberamtsleiter Christoph Meisinger und Hauptamtsleiter Herbert Denkmeyer. Einen großen Applaus für euch und all eure Leistungen für diesen Tag. Besondere Dankesworte für unsere Feuerwehrkameradinnen und Kameraden. Wir haben heute eingeladen, die Frau Andrea Schauer. Danke für dein Kommen. Sie ist extra angereist aus der Reha aus Bad Herren. Ich darf mich auch noch einmal recht herzlich begrüßen. Ich habe am 10. März einen schweren Unfall gehabt, wo ein Tunnel im Boden sein. Ich bin seither 5-mal an der linken Hand operiert worden. Mittlerweile bin ich das 2. Mal auf Reha in Hering. Ich möchte mich heute bei allen Feuerwehren, besonders aber bei der Feuerwehr Buchenau, bei der Feuerwehr Odensheim, recht herzlich bedanken. Ihr habt super Arbeit geleistet. Macht's weiter so guschen. Danke. Wie jedes Jahr, traditionell, dürfen wir auf das Kommunikationsgetränk einladen, was dieses Jahr von der Firma Kappel aus Bad Leonfelden gesponsert wird. Und ich wünsche uns allen noch einen schönen, kommunikativen und kameradschaftlichen Abend. Gefallen, der Bezirksfeuerwehrtag. Der hat mir irrsinnig gut gefallen. Es war extrem kurzweilig, weil es war die ganze Zeit eine Spannung drinnen. Es war eine Themenstellung, die sich von der ersten bis zur letzten Minute durchgezogen hat. Man hat viele Eindrücke gewonnen, man hat sehr viel erlebt, miterlebt in dieser Zeit, was so ein ganzes Jahr im Bezirk Urfumgebung abgewickelt worden ist. Es sind die Menschen in den Mittelpunkt gestellt worden. Aber das auch, was ausmacht, dass das so funktioniert, wie es funktioniert. Also ich kann nur sagen, eine großartige Veranstaltung, kann nur allen gratulieren, die da die Hand angelegt haben, mitgewirkt haben. Vor und hinter den Kulissen eine ganz tolle Veranstaltung. Also ich muss sagen, der heutige Bezirksfeuerwehrtag hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ich finde, das ist ein neues Format. Also die neue Mannschaft hat sich bemüht, dem Feuerwehrtag ein besonderes Format zu geben. Mir hat sehr gut gefallen, dass man Fälle aufgegriffen hat, die hergezeigt hat und dass die zuständigen Feuerwehrkommandanten auch dazu Stellung beziehen haben können. Weil da sieht man wieder, was menschlich bei so einem Fall abläuft, wenn es eben Tote gibt, wenn eben in der eigenen Gemeinde ein Brand ausbricht, dass da die Menschen, die Feuerwehrleute, die da zum Einsatz kommen, wirklich gefordert sind. Mir hat die menschliche Seite des heutigen Bezirksfeuerwehrtages sehr gut gefallen, dass man Leute, die Besonderes geleistet haben, hervorhebt. Mir hat es sehr gefallen, dass der Überraschungsgast, der Herr Landeshauptmann, da war und den Ewald Burner die große Auszeichnung der Oberösterreichischen Feuerwehr überreicht hat. Das finde ich ganz besonders. Und extrem gut gefallen hat mir die Bühnendekoration. Also ich kann euch wirklich nur gratulieren. Ihr seid nicht nur ein tolles Team, was den Einsatz betrifft, sondern ihr seid auch extrem kreativ. Und ich habe zum Herrn Bezirkshauptmann gesagt, ich bin so stolz auf unsere Feuerwehr. Ihr seid ganz besondere Leute und da kann man einfach nur Danke sagen dafür. Mir persönlich hat die Bezirkstagung hervorragend gefallen. Sie war informativ und die Feuerwehrkameraden sind auch für ihre Leistungen gewürdigt worden. Und auch die Würdigung von der Politik war da, hab gesagt, tolle Veranstaltung. Ich kann nur den Hut vor euch ziehen. Danke. Naja, eins haben wir gesehen, dass das neue Team vom Bezirkskommando wirklich miteinander geht und miteinander die Dinge anpackt. Und eins ist total symbolisch gut rausgekommen, und zwar, dass die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner im Mittelpunkt stehen und das Ehrenamt und was die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner leisten, einfach sichtbar geworden ist. Und danke auch dafür.